Hallo liebe Freunde der Säbelzahnmöwe. Heute möchte ich euch kurz von meinem Besuch bei der Veranstaltung Militrax im Kriegsmuseum Overloon in den Niederlanden berichten. Wie ihr sehen könnt, ist das Besondere bei dieser Veranstaltung, dass dort eine ganze Reihe deutscher Militärfahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg in Bewegung zu sehen sind. Und auch das Museum selbst ist nicht von schlechten Eltern. Ich werde euch nun gleich das Museum kurz vorstellen und dann einige der teilnehmenden Fahrzeuge in Aktion zeigen. Ich habe nämlich recht viele Fotos und Videos gemacht, damit ich in Zukunft mehr eigene Bilder habe, um meine Videos zu illustrieren. Erstmal zur Einordnung etwas über das Museum, denn ohne das Museum würde es die Veranstaltung dort ja nicht geben. Das Kriegsmuseum Overloon oder auch Orlogmuseum Overloon wurde 1946 in Overloon gegründet. Der Grund dafür war die im September und Oktober 1944 ausgefochtene Schlacht von Overloon, der größten Panzerschlacht auf niederländischem Boden im Zweiten Weltkrieg. Ausgestellt wurde zunächst Kriegsgerät, welches nach der Schlacht beschädigt zurückgeblieben war. Zunächst standen die Ausstellungsstücke auf einem Teil des alten Schlachtfeldes einfach offen im Wald. Mittlerweile gibt es ein modernes Museumsgebäude. Im Museum gibt es eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg an sich und die deutsche Besatzung der Niederlande im Besonderen. Alle Infotafeln sind übrigens auch auf Deutsch. In den großen Hallen des Museums sind dann alle möglichen Militärfahrzeuge, Flugzeuge und sogar ein Kleinst-U-Boot ausgestellt, sowie eine Reihe Panzer beider Seiten, die nach der Schlacht von Overloon zurückgeblieben waren. In der Ausstellung besonders gut gefallen haben mir eine Reihe von Dioramen, in denen die sonst in einigen anderen Museen relativ einsam rumstehenden Ausstellungsstücke mehr in Szene gesetzt wurden. Bemerkenswert finde ich in diesem Zusammenhang besonders die Dioramen, die sich mit den Themen Instandsetzung im Feld und Logistik beschäftigen. So gibt beispielsweise eine Feldwerkstatt mit mehreren Werkstatt-LKWs eine Idee davon, was im Hintergrund alles notwendig ist, um eine moderne Armee am Laufen zu halten. Das kommt in einigen anderen Museen aus verschiedenen Gründen oft zu kurz. Insgesamt ist das Museum in Overloon auf jeden Fall allein schon eine Reise wert. Aber dann gibt's ja auch noch Militrax. Militrax ist eine Veranstaltung auf dem Museumsgelände, die in normalen Zeiten jedes Jahr an zwei Tagen eines Wochenendes stattfindet. Dieses Jahr am 14. und 15. Mai. Ich war an beiden Tagen da, sowie fast 18.000 andere Besucher. Kern der Veranstaltung ist, dass eine ganze Reihe deutscher Militärfahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, vom Motorrad bis zum Panzer, auf einer Strecke um das Museumsgelände durch den Wald fahren. Welche Fahrzeuge das genau sind, ändert sich von Jahr zu Jahr, da die Fahrzeuge verschiedenen Organisationen, Museen und Privateigentümern gehören. Das wirklich Besondere an Militrax ist, dass man mit ein bisschen Glück und Durchhaltevermögen in der Schlange vor dem Tickethäuschen sogar auf vielen dieser Fahrzeuge mitfahren kann. Was natürlich ein ganz besonderes Erlebnis ist. So habe ich es der Schlangenstehleistung meiner Freunde aus dem Förderverein des Deutschen Panzermuseums zu verdanken, dass ich auf einem mittleren Zugkraftwagen 8 Tonnen Sonder-Kfz 7 mitfahren konnte, wie ihr hier gerade seht. Das hat mir auf jeden Fall ein breites Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich werde das so schnell nicht wieder vergessen. Ebenfalls sehr gefreut habe ich mich darüber, dass ich auf dem Gelände stattfindenden Militaria-Markt noch einige interessante Bücher für den Kanal erwerben konnte. Das war mir übrigens nur möglich, weil ich dazu Werbeeinnahmen des Kanals nutzen konnte. Günstig waren die nämlich nicht. Auf diesem Markt gibt es wirklich alle möglichen Militaria-Artikel, da möchte ich aber nicht weiter drauf eingehen. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf einige Fahrzeug-Highlights bei Militrax aus meiner Sicht. Natürlich gab es viele Motorräder, Kübelwagen, Schwimmwagen und sogar ein Lanz-Bulldog. Alles coole Fahrzeuge, aber der Star bei Militrax 2022 war sicher das Nashorn, welches bereits seit einer ganzen Weile von einer Gruppe Niederländer restauriert wird. Leider hat das Nashorn schon in seiner ersten Runde oder zumindest am ersten Morgen einen Schaden erlitten und wurde dann zu allem Überfluss beim Abschleppen durch die anwesende niederländische Armee sogar noch schwerer beschädigt. Daher konnte ich es leider nur kurz und aus einem schlechten Winkel in Bewegung filmen. Ebenfalls sehr interessant waren die beiden Stuck 3, die auch anwesend waren. Leider haben auch diese sich nur sehr selten bewegt und dann auch nur sehr langsam, was natürlich verständlich ist, immerhin sind das alte und schwere Fahrzeuge.
Etwas dynamischer unterwegs war da das französische Kettenfahrzeug, welches, denke ich, den meisten als Lorrain-Schlepper bekannt ist. Die verschiedenen Schützenpanzerwagen Sonderkfz 251 waren zumindest öfter unterwegs, aber auch nicht so wirklich dynamisch. Richtig Gas gegeben haben dann aber eine ganze Reihe von Halbketten-Zugmaschinen. In dieser Kategorie war so ziemlich alles dabei, was es gibt. Von der 1-Tonnen-Zugmaschine bis zum schweren Zugkraftwagen 18 Tonnen. All diese wurden erstaunlich dynamisch bewegt, wie ich im Fall des Zugkraftwagens 8 Tonnen Sonderkfz 7 auch selber erleben durfte. Ebenfalls anwesend war mindestens ein Maultier, welches sehr flott unterwegs war, sowie verschiedene andere LKWs und PKWs mit verschiedenen Aufbauten. Der einzige Wermutstropfen war, dass man als normaler Besucher an die meisten Fahrzeuge im Fahrerlager nicht näher herankommt. Aber dafür kann man an der Strecke und auf den Fahrzeugen nach Lust und Laune die Abgase dieser schnuppern und den aufgewirbelten Staub einatmen. Insgesamt kann ich den Besuch dieser Veranstaltung nur empfehlen, insbesondere da Overloon sehr nah an der deutschen Grenze und nah am Ruhrgebiet liegt, was vielen von euch die Anreise erleichtern sollte. Minitracks 2023 findet übrigens nach aktueller Planung am 20. und 21. Mai 2023 statt. Karten kann man jetzt schon kaufen. Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, wieder dabei zu sein. Ich habe diesen Beitrag heute versucht, möglichst kurz zu halten. Meiner Erfahrung nach kommen Museumsberichte nicht so gut an und ich will das Video wenigstens nicht zu lang machen. Außerdem geht es auf unseren Urlaub zu und ich habe noch viele Sachen zu tun. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Ihr werdet auf jeden Fall in Zukunft viele Bilder und Videos aus Overloon als Illustration für meine Videos sehen. Die neue Kamera hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Vielen Dank, dass ihr die Anschaffung mit dem Anschauen meiner Videos möglich gemacht habt. Übrigens ist aus der geplanten Live-Berichterstattung vom Gelände auf meinen Instagram- und Facebook-Kanälen mangels Netz vor Ort nicht viel geworden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch einen schönen Tag. Lasst euch nicht runterziehen. Bis zum nächsten Mal.